Hi YouTube, hier ist euer Tommy der Kleine. Ihr wisst ja eh, wie ich heiße, richtig, weil ich hatte ja am Anfang eh meinen richtigen Namen gesagt. Aber egal. Ich wollte euch jetzt eine kleine Information geben. Nein, ich habe kein Corona, auch wenn ich huste. Ihr wisst, ich habe ein chronisches Husten plus chronischen, chronisches Husten eigentlich hauptsächlich. Hier hinter mir seht ihr ja unser Garten, ein Stück vom Garten. Meine Holzbankhilfe, die ich selbst mal gebaut habe vor einem halben Jahr vielleicht, ungefähr. Aber kommen wir jetzt zur Sache. Ich habe seit gestern was bestellt. Ich hoffe, dass es diesmal klappt, weil ich habe zum zweiten Mal was durch die Bestellung bearbeiten müssen, weil das war eine fehlerhafte Bestellung. Ich hoffe, dass es jetzt klappen soll. Klappen tut. Und ich hoffe es wirklich. Ich hoffe es sehr, sehr, sehr. Weil wenn alles gut klappt, wird es so laufend nächste Woche kommen. Dann werde ich euch das im nächsten Woche Sonntag, also heute ist ja Sonntag. Wenn ihr das guckt, ist heute Sonntag, heute ist Samstag, aber wenn ihr guckt, ist es Sonntag. Dann eine Woche drauf Sonntag. Werde ich das, wenn alles klappt, vorstellen. Manche Leute, die mich schon länger kennen und mir öfters das in die Kommentare schreiben und so, die müssten schon eine Vorahnung haben. Ja, sonst habe ich eigentlich nichts. Ich werde die Tage auch nochmal meine ganzen Kommentare von allen Videos, die ich habe, durchlesen. Wenn da mal ein paar Fragen sind, die schreibe ich mir dann auf oder tue sie mir abfotografieren, dass ich dann mal ein Frage- und Antwort-Video mache. Und ja, was wollte ich noch sagen? Wir tun heute grillen im Garten. Das dürfen wir, wenn wir eine Gießkanne oder zwei Eimer mindestens haben. Entweder eine große Gießkanne oder zwei Eimer. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, werde wieder ab Montag wahrscheinlich arbeiten. Wir wissen es noch nicht so genau. Wir gucken. Es steht noch nicht so ganz fest. Also wird sonntags immer so bleiben, dass ich Videos mache. Das ist ja klar. Das war auch vorher schon. Aber das mit dem Bestellen, wie freitags zum Beispiel, kann halt ändern sich, dass ich vielleicht freitags gar kein Video mache, wenn ich das Auspack-Video mache. Weil ich momentan auch wenig Geld habe dafür zum Bestellen. Aber ich hoffe, dass das die Bestellung, was ich jetzt gemacht habe, klappen wird. Weil die ist nämlich für euch, die Bestellung, hauptsächlich. Die eine Bestellung, die ich jetzt vorher schon gemacht habe, das eine Video. Letzte Woche Freitag oder jetzt am Freitag, glaube ich, war. Nee, vorletzte Woche Freitag war das. Das ist mit dem Pokal. Das war für eine Lehrerin. Das werde ich morgen am Montag wegschicken. Also sprich, am Montag, weil morgen kommt sehr hoch, also sprich heute, wenn ihr es seht. Heute ist für euch Sonntag. Mir geht es momentan auch wieder ein bisschen besser. Deshalb bin ich auch sehr froh, dass ihr nicht öfters nachgefragt habt. Mich sozusagen meine Zeit gelassen habt, dass ich mich wieder erhole. Die Situation halt war, wie soll man sagen, beschissen. Auch das Jahr ist bis jetzt beschissen gewesen. Auch wegen dem scheiß Situation, die ja aktuell ist und diese weltweite Situation. Weil, wie ihr es ja wisst, hätte ich ja schon lange diese Probewohnung gemacht bei meinem Vater. Das ja leider jetzt auch ausgefallen ist. Und weil wenn das alles gut geklappt hätte, dürfte ich theoretisch, rein rechnerisch, wenn alles geklappt hätte, auch mit der Kündigung und der Probewohnung, was weiß ich alles, was dazu kam, dürfte ich ja am 1.9. offiziell wieder nach Hause ziehen zu meinen Eltern. Sprich eigentlich zu meinem Vater. Weil aber ja diese Situation war oder ist immer noch, ist ja alles flachgelegt. Aber ich hoffe, dass das schnellstmöglich geändert wird. Aber leider sehe ich mich dazu noch, dass es zweieinhalb Jahre noch dauert, bis ich umziehe. Oder ein Jahr oder eineinhalb Jahre dauert. Aber das
Ich werde euch am Laufen halten. Die Kamera ist Gott sei Dank seit heute Morgen wieder da. Ich rede eigentlich irgendwas gerade dahin, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich reden will. Nur das sind die wichtigsten Themen. Es gibt was für euch. Das hoffe ich, dass es klappt. Die Bestellung, was ich gemacht habe. Und ja, wir grillen, beziehungsweise ich habe jetzt erstmal das Feuer angemacht zum Grillen, weil mein Freund und mein Mitbewohner zugleich ist noch zu Hause und bereitet halt zu Hause Sachen vor fürs Grillen. Ja, und sonst habe ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ihr könnt mir ja in den Kommentaren schreiben oder ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, wenn ihr was vermutet, was für euch ist oder was es gibt. Sagen werde ich das dann erst in einem Video. Die Antworten werde ich, ich gebe keine Antwort auf die Kommentare, aber ich werde euch versprechen, ich werde sie alle durchlesen. Und ja, werde auch dabei am Laufen halten euch, wie es weitergeht mit Arbeit, mit Freunden, wie es auch in meiner Arbeit weitergeht von meinem Zimmerthema. Weil Thema Zimmer habe ich ja auch schon im Projekt weiterzumachen und weiter auch aufzuräumen. Weil ich will ja ein Cola-Kistenbett bauen, für falls meine Freundin schläft bei mir oder ein Freund oder so. Einfach spontan, wenn mal jemand Besuch zu mir kommt und bei mir übernachten will, dass ich da ein Bett habe, dass der nicht bei mir auf der Couch pennen muss, weil ich habe ja nur einen Schlafcouch, so wie ihr es wisst. Und ihr könnt mir ja auch in die Kommentare schreiben, wie ich das Zimmer weiter dekorieren kann, weil ich möchte gerne dekorieren, momentan, solange ich noch da wohne. Und ich werde auch definitiv, wenn ich das richtig aufgeräumt habe, werde ich das Zimmer komplett neu streichen, also weiß erstmal, die Löcher stopfen, das Loch zumachen, was ich produziert habe, aus Versehen. Und das grüne, die grüne Scheißwand da kommt dann auch weg, die wird dann komplett weiß. Und falls ich ja ausziehe, was ja auch irgendwann passiert, wann weiß ich noch nicht, wird sie wieder grün gestrichen. Weil ich habe sie ja grün vorgetroffen, also wird sie auch so wieder zurückgesetzt, wie ich sie vorgefunden habe. Also ich habe sie grün vorgefunden, wird sie auch wieder grün vorgestrichen. Das ist mir aber relativ scheißegal, weil ich habe es nicht, das ist ja dann nicht mein Bier mehr. Den Schuh ziehe ich mir dann halt nicht an. Ja, aber was wollte ich euch noch sagen? Scheiße, das war mein D. Scheiße. Ich hätte das mal echt lackieren sollen. Hier die Bank, die löst sich auf. Oder verfault. Ich werde euch aber mal die Tage mal mit einem Mitbewohner oder mit einem Kumpel, der auch dem Garten gehört, werde ich mal fragen, ob ich ein paar Videos machen kann für den Garten. Oder ob ich mit ihm, er wird dann wahrscheinlich die Kamera halten. Und dann werde ich Sachen vorstellen, was wir halt noch planen, was das ist und was da noch hinkommt oder ob das so bleibt. Ich werde mit ihm fragen, ob er das mit mir machen will, die Tage oder mal am Wochenende. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Und da hat mich auch so ein Mädchen gefragt. Ich glaube, die heißt. Brauche ich eigentlich auch nicht sagen, weil. Oder sie möchte es nicht erwähnt werden, den Namen. Sie hat gesagt, ich kann ja mal ein Frage-Antwort-Video machen. Das werde ich auch machen. Aber es soll ja auch meine Ex-Freundin dabei sein, also die Isa Roth. Warum wir uns, euch beantworten, die Fragen, warum wir es auseinandergelebt haben uns, warum sie jetzt nicht mehr hier wohnt und wie es ihr geht. Wenn mal, sagen wir mal, ein halbes Jahr rum ist, mit der Situation, weil wir sind jetzt schon seit einem Jahr, zwei nicht mehr zusammen, ist ja schön und gut. Aber ich meine, sie ist ja auch vor kurzem erst ausgezogen. Und wenn das jetzt mal so ein halbes Jahr rum ist, so, lassen wir mal reden bis Ende Februar nächstes Jahres. Lassen wir mal da Zeit. Dann, wenn wir da richtig Zeit haben und auch mal alles erholt hat, sich auch von dieser Welt erholt hat, können wir das ja mal in Angriff nehmen, so wollte ich sagen. Ja, und sonst halte ich euch auf mein Facebook, mein Insta-Account im Laufen. Ja. Tut mir leid, wenn ich
so viel trinke, aber ich habe momentan echt extrem Durst. Ihr könnt mir aber die Parkstation, scheiß Biene, geh mir auf den Sack, nicht auf den Sack meine ich, ihr könnt mir immer noch Fanart-Post schicken. Bin ich auch sehr froh, wenn ihr das macht. Wirklich auch. Ich werde es definitiv jeden Brief lesen. Ich werde es auch, wenn derjenige oder diejenige mir es im Brief schreibt, dass es in ein Video geöffnet werden soll oder darf, werde ich das auch in ein Video öffnen. Beziehungsweise ich werde es definitiv in ein Video öffnen, das ist klar. Aber wenn er sagt, ich möchte nicht genannt werden, dann werde ich es ihm nicht sagen. Werde ich den Namen nicht sagen. Und wenn er sagt, ich möchte nicht, dass du den Brief vorliest, vor der Kamera liest, den Brief, werde ich sowieso das nicht machen. Derjenige muss mir halt das aber in dem Päckchen, in dem Brief schreiben oder auf dem Briefumschlag schreiben, wo er den Brief reintut und so. Ja, ich freue mich. Die Parkstation-Adresse kriegt ihr auch in den Kommentaren unten verlinkt, geschrieben. Nicht in den Kommentaren, sondern in der Infobox kriegt ihr die nochmal neu reingeschrieben. Ja, das war's dann eigentlich. Euer Tommy der Kleine. Abonnieren nicht vergessen, Däumchen wären Bräumchen, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und lasst ein Like hoch. Da. Tschüss.